gegrüßt und ein herzliches Willkommen an euch Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich fange mal so mit an, und zwar habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich den Löwenjäger Tabor in der Oase suche. Ich stehe ja schon hier auf der anderen Seite. Das ist ja das falsche Tor, oder? Ja, welche Oase ist denn das? Muss ich mal eben auf der Karte gucken. Dann gucken wir mal nach. So, wo befinde ich mich? Ich befinde mich straight auf der Plantage. Und die Oase ist genau in der gegengesetzten Richtung. Okay. Planwechsel, Tomatenernte. Da bin ich mal gespannt. Ja, da sollen ja Wüstenräuber sein. Auweia, auweia. Der Roland hat zu gucken, ob es hier was gibt. Aha. Ein Gemäuer. Und da hinten was. Da ist ein Feuer. Feuer. Elite-Wüstenräuber. Alter, Leute, das sind ja viele. Gucken, wie viel denn noch. Zack, 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 zack. Ich kann nicht wechseln. Doof. Da sind das schon mal ganz viele Wüstenräuber. Das heißt, die müsste ich erstmal alle killen, bevor ich überhaupt zur Plantage kann. Verdochas rechte Hand. Wer war denn nochmal Verdochas rechte Hand? Moment mal, Wüstenräuber. Jetzt muss ich echt überlegen, muss ich mich jetzt wieder umziehen? Also ich gehe erstmal so los. Kann natürlich sein, dass es wieder mal völlig katastrophal bei mir endet. Dann fetzen wir mal erstmal hier außen rum zu Verdochas Wüstenräuber. Elite-Wüstenräuber. Verdochas rechte Hand. Wer ist denn Verdocha? Der Verdoja. Ich hab das doch gelesen. Muss mal eben gucken in der Logbuch. Da steht noch, ich sollte da alleine hingehen oder mir die Arbeit nicht machen oder doch pflücken und... Oh, ich bin völlig durcheinander, Leute. Okay. Abgespeichert habe ich, dann werde ich mal so ein bisschen hier hin. Schon wieder ein Assassine. Okay, schon wieder ein Assassine. Schöne Nummer das. Darf nochmal neu laden. Dann probiere ich meine Paladin-Rüstung aus. Aber Räuber sind Räuber. Was sollen die jetzt anders reagieren, ne? Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, okay. Alles klar. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die ganzen einen großen Bogen rumzumachen und versuchen, hier mal an der Plantagenwand entlang zu laufen oder an der Mauer. Aber ich soll mich ja noch auf Hut sein. Sind das Merkur, Pluto und Uranus? Das sind... Ach, da ist was. Da ist was. Das ist Pantera. Mhm. Okay, werde ich erstmal neu bestücken. Und sind noch viele Schwachmaten dabei hier. So, gucken wir mal, ob wir den treffen. Ich glaube, die Panther sind einigermaßen feuerresistent, was? Ja, sind sie. Naja, endlich mal wieder Action hier in der Folge, was? So, gespeichert und was gegessen. Warum habe ich das Gefühl, dass hier irgendwie wohl das Tor sein könnte? Oh, Leute, diese Geräusche da. Und da ist irgendwie noch ein Geräusch dabei, es hört sich an wie so ein Seehund. Ein Seeotter, ja, Seeotter nicht, ein Seehund, Seelöwe. Ihr kennt ja, was, ihr wisst, was ich meine. Okay. Hier gibt es Steinchen. Und hier gibt es wieder ein Lagerfeuer. Mhm. Gucken wir mal, wer da ist. Mariano. Ein Wegweiser da hinten wieder.
Den werde ich mal abspeichern vorher. Dann schauen wir mal, ob Mariano uns hoffentlich gesinnt ist. Das sieht gut aus. Hey du! Hey, Moment mal. Wo willst du hin? Na, dort durch die Schlucht. Eben, durch die Schlucht. Und das ist ganz schlecht für dich. Warum? Wer sollte mich daran hindern? Ich. Wenn du mir nicht sofort 100 Goldstücke als Wegezoll zahlst, wirst du Bekanntschaft mit meinem Schwert machen. Verstehe. Du gehörst zu den Wüstenräubern. Erraten, Freundchen. Und nun heraus mit der Kohle, sonst passiert was. Okay. Vergiss es. Keine Gewalt. Ich zahle ja schon. Nö, vergiss es. Ich will es erstmal probieren. Na gut, du hast es so gewollt. Könnten wir eventuell schaffen. Jawohl. Lass mich. Oh, was hat der denn hier alles? Cool. Und zwar erstmal ein bisschen gucken, was ist das? Roter Tränenpfeffer. Hier nicht springen. Erstmal das normale Schwert holen. So, Mariano, erzähl mal was. Was trinken. Na, wach auf. Da ist nichts zu holen. Er ist tot. Ich hab ihn erledigt. Ja, deswegen ist auch kein Balken drüber. Mann, oh Mann, oh Mann. Lass ich das jetzt so? Ich lasse es jetzt so. Doch ein Ding. Also ich könnte durch die Schlucht gehen. Da war ja auch noch was in der Schlucht. Aber wie schon gesagt, ich möchte jetzt nicht von einem zum anderen gehen. Ich will erstmal gucken, was wir hier so alles finden, hier in der Nähe. Und ich möchte auf die Plantage gehen, weil ich möchte dort die drei niedlichen Hunde sehen. Die planetarischen Hunde. Oh, ja. Okay. Hier haben wir ja die Felsen. Wohl, die gilt es ja cool zu beklettern, ne? Okay. Oh, oh. Oh, da hinten ist wieder was. Ist er das? Ist er das? Da ist Merkur schon. Ach, Merkur, schön. Obwohl, ich mag es ja überhaupt nicht, irgendwelche Tierchen zu killen. Mag ich nicht. Hä? Obwohl, da ist ja auch so ein Gebäude da. Na, wirst du wohl hier? Oh Mann, Reaktion wie ein Mühlenstein, du. Ja, ich. Nicht Roland, ich. So, ein bisschen erfrischt. Jetzt gucken wir mal weiter. Ist denn das überhaupt die Plantage? Ich schätze man schon. Ich habe ja den Schlüssel von Bahal gekriegt. Ist denn das hier außerhalb? Hier gehen wir erstmal ein bisschen außerhalb gucken. Korn? Cool, Korn. Korn in Pflanzenform. Leute, Korn. Ich werde das mal hier looten im Off, ne? So, das war an der Stelle erstmal das letzte Korn. Was ist denn da hinten? Nichts von Belang. Also das ist eine Plantage. Ist das denn die Tomatenplantage? Ach, Banane. Alkohol, Bananas to the beat. Das kann man alles schön im Off machen. Doch zuvor, bevor ich das mache, gehe ich doch erstmal hier hinein, beziehungsweise in das Gebäude. Und komme rein. Das heißt, ich habe hier sehr viel zu... Wow, sehr viel zu looten. Und ein Bettchen. Ah, der hat sich gut eingerichtet, der Bahal. Ja, der Raum ist jetzt auch gelootet. Was ist denn das für eine Maschine hier? Die hatten wir schon mal gehabt in so einer Schlucht, in so einer Höhle. Ah, welcher Insel war denn das nochmal? Auf Tamova? Ist da oben noch was? Da oben ist nichts mehr. Gut, okay. Dann gehen wir mal. Ich höre noch andere Hundegeräusche. Meine Herren. Truhe. Okay.
Was haben wir? 85 Jolt nehmen wir gerne. Und dann war es das erstmal hier für diese Räumlichkeiten. Oder ging es da noch weiter? Ah. Nein, natürlich nicht. Bleib da nicht hängen mit deinen Füßchen. So, irgendwo scheint wohl dieser Hund zu sein. Ich speichere mal. Bin gespannt, wo der ist. Nein, nicht. Ah, eine Fleischwanze. So, okay, dann bin ich schon mal hier erstmal gerüstet. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Ne? Da kommt sogar Uranus. Los, Uranus. Ah, ein bisschen gekillt, der Uranus. Wow. Oh, der Uranus. Selbst hier gibt's einen Brunnen. Noch was. Oh, der. Es ist so dunkel. Jetzt aber Augen auf beim Hundekauf. Erstmal hier abgucken. Mal hier. Fleischschwanze. So viele Fleischschwanzen. Die sollen wohl davon ablenken, dass eventuell dazwischen sich ein Hund oder zwei Hunde befinden. Was ist übelst ist das? Da! Habe ich da was gesehen? Nee. Also einer müsste dann hier. Oder sind das jetzt beide? Siehst du schon wieder? Mann, ich glaub's ja jetzt nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, da kommt der nächste gleich. Super, klasse. Den schaffe ich aber nicht. Oder doch? Das ging gerade nochmal gut. Ja, ich hätte natürlich auch eine bessere Rüstung nehmen können. Ich weiß. Aber wegen der Hitze, ne? In der Nacht ist ja keine Hitze. Shit. Ich muss mal was essen. So, die drei Hunde sind erledigt. Jetzt gehen wir der Sache mal ein bisschen hier systematisch auf den Grund. Moment mal, da ist doch noch was. Jedenfalls sieht das so aus. Wäre das was? Nee, ist es nichts. Das ist Merkur. Ach, das ist der erste, den ich gekillt habe. Ja, klar. Richtig, ich bin ja von der Seite gekommen, wo die Steinchen sind. Jep. Fleischschwanze. Nicht mit dem Bogen. Kann ich eigentlich mit dem Bogen gleich zuhauen? Ich mache folgendes. Ich gucke erstmal, ob es hier noch irgendwelche größeren Gefahren gibt. Weil so wie das aussieht, guckt euch das mal an. Tomate. Ach hier. Man kann teilweise nicht durch. Oder doch? Ja, teilweise auch nicht. Dann gucken wir erstmal, ob es hier noch was Besonderes gibt. Dann kann ich nämlich die Tomaten und die Fleischwanzen. Boah, wer hat denn da so einen Mundgeruch? Jedenfalls, ich höre das Rülpsen und überhaupt. Dann kann ich nämlich gucken, ob ich dann... Hier ist zum Beispiel das Tor, das offizielle. Ach du liebes bisschen. Ja, okay. Das ist zu weit entfernt. Ich kann es doch nicht mal öffnen von innen. Jedenfalls sieht das so aus. Doch, kann ich. Zug! Okay, ihr wisst Bescheid. Ich werde mal im Off looten. Das wird bestimmt bis zum Morgengrauen dauern. Also, bis nachher oder bis später. Also, zum Überspringen. I call bananas. Bananas to the beat. Ja, hier gibt es sehr viele Bananen. Ich blende hier mal kurz ein. Das erinnert mich nämlich an den Prolog zu dem Odyssey, zu der Odyssey Mod. Ach, hat es nämlich auch schon Bananenstauden gegeben, aber nur. So, ich glaube, ich lasse mal Harry Bella Lafontaine laufen mit dem Bananaboot-Song. Also bis später. So, die Bananenstauden sind alle abgeerntet. Sehr schön. Vielleicht gibt es ja noch mehr, aber jetzt geht's weiter zu den Tomatos. Ja, auch auf dieser Plantage gibt es Schädlinge in Form von Fleischwanzen. Bis jetzt 111 Tomaten und ich habe hier noch eine Reihe zu ernten, also das, da kommen wir aber nicht auf die 300. Okay, das machen wir mal hier in Zeitraffer.
Jo, das waren, für diese Stelle waren das alle. Wer weiß, vielleicht ist die Plantage ja noch größer, als ich dachte. Okay. Okay, die Fleischwanzen sind auch alle gelootet und erledigt. Jo. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Wohl, das scheint wohl die einzige zu sein. Na, ich speichere mal. Es kann natürlich auch möglich sein, dass die später wieder nachwachsen, so wie in meinem damaligen Lieblingsspiel Harvest Moon. Back to Nature. Das war mal auf so einer Nintendo-Konsole. Werde einfach mal schlafen bis zum nächsten Morgen. Oder... Ja, mach ich mal. So. Gucken wir mal kurz raus, ob frische Tomaten gewachsen sind. Da sieht nicht so aus. Moment mal, vielleicht ist es ja auch dieser nächste Morgen des jetzigen Tages gewesen. Da werde ich nochmal eine Runde pennen. Ich will das mal ausprobieren. Vielleicht ist ja was zu machen. Aber nach einem Tag, warum sollten da auf einmal nach einem Tag so ganz schnell die Tomaten nachwachsen, ne? Das wäre ein bisschen unrealistisch, aber für Gothic-Verhältnisse wäre es nicht schlimm. Ja, so wie es aussieht, wächst so mit meiner Vermutung nichts mehr nach. Ergo werde ich mal wieder zurück nach Uga mich teleportieren. Und den Bahal aufsuchen. Vielleicht reichen mir ja die Tomaten, da ist nämlich sowas drinne. Gestanden, dass ja, wo sind jetzt wieder die Stände? Ich bin wieder von der anderen Seite gekommen. Ne? Ich werde mich da gleich mal schnell hin auf ihn teleportieren. Nee, da ist es doch richtig. Brauche ich gar nicht, so groß ist die Stadt ja gar nicht. Ja, ein bisschen geruckelt, ist klar. So, Bahal, ich habe hier ein paar. Steht im Logbuch drin, dass man ihm schon zwischendurch Tomaten bringen kann. Hier hast du deine Tomaten. Hey, das sind aber deutlich weniger als 300. So wenig nehme ich nicht. Warum? Tut mir leid, mehr waren nicht da. Ja, im Moment. Die übrigen werden sicher noch in ein paar Tagen nachwachsen. Ah. Vorausgesetzt, du kümmerst dich um sie. Wie bitte? Was soll das denn jetzt heißen? Tomaten brauchen genug Wasser. Außerdem musst du dafür sorgen, dass keine Wanzen über meine Tomatenpflanzen herfallen. Dann wirst du genug ernten. Da bin ich mir sicher. Hallo? Sehe ich vielleicht aus wie ein Gärtner? Nein, aber unser Handel gilt nur, wenn du mir 300 Tomaten bringst. Sonst lohnt sich das Geschäft für mich nicht. Ah, irre. Also, wie sieht es aus? Na schön, womit soll ich die Tomaten begießen? Mit Wasser natürlich, du Sohn des Scharfsinns. Und zwar aus meinem Brunnen. Ja, das ist ein Brunnen. Du füllst damit ein paar leere Flaschen. Die findest du im Haus der Plantage. Amba. Begieße die Pflanze einmal kräftig mit Wasser. Und das müsste reichen. In einer Woche wirst du dann wieder etwas ernten können. Wenn du dann noch immer zu wenig Tomaten hast, wiederholst du das Ganze nochmal. Du begießt die Pflanzen aufs Neue und schaust nach einer weiteren Woche, ob wieder Tomaten gewachsen sind. Und was mache ich, wenn Wanzen auftauchen? Na was schon? Noch nie eine Wanze platt gemacht? Du musst natürlich alle Wanzen töten, sonst wird's nichts aus der Ernte. Also Leute, ich habe gerade noch von Harvest Moon gesprochen, das alte Nintendo-Spiel. Und jetzt ist das hier so ähnlich. Wie irre ist das denn? Ich glaube, das mache ich jetzt mal durch, beziehungsweise auch wieder im Schnellverfahren. Also zurück zur Plantage. Na, mal schauen, ob wir die Wüstensnapper, die hier vom Eingang stehen, mal ein bisschen wegkriegen. Also einer ist schon mal da. Kommt schon mal ein bisschen auf mich. Zugestapelt. Oh. Oh, ja, komm, hoffentlich. Ja, okay. Das geht. Kann ich alle schön mit dem Schwertchen wegmachen. Das mache ich dann im Off. Oh, das war der letzte. Ich habe mir natürlich nicht die Zeit genommen, die alle einzeln zu killen mit meinem Degen, sondern ich habe es Unwetter zum Umfallen gebracht, bis auf einen. Ja, ich loote das mal im Off. Ja, hab mich eben geheilt und darauf bin ich auf diesen toten Aufseher gestoßen.
Das ist wahrscheinlich vom Bahal, der das Ganze ernten sollte. Warnung eines Toten. Dann der Schlüssel zur Plantage. Okay, noch ein Schlüssel. Alte Münze, Jolt und Schwefel. Dann gucken wir mal hier, was in der Warnung steht. Hier ist sie. Warnung, gerade hat Torres gemeldet, dass Wüstenräuber in der Schlucht gesehen wurden. Verschließ die Plantage, damit keiner von den Kerlen meine Tomaten stiehlt. Die Hunde aber lässt du sicherheitshalber draußen auf dem Hof. Bahal, oder draußen hier auf der Plantage, besser gesagt. Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder rein. Gibt's da noch welche ist nicht zu holen. Zu looten? Nicht zu holen. Glaube nicht, ne? Die habe ich durch. Da ist nicht zu holen. Dann gehen wir rein und dann machen wir das mit dem Wasser. Hallo? Also, ein bisschen kompliziert hier, ne? Ich komme so. Yep. Da muss eine genaue Stelle geben. Jetzt gucke ich mal eben, wie viel Wasserfläschle wir haben. Oder erstmal Quest-Tomatenernte gucken. Die Mine der Verfluchten. Ach, ich kann mir das vorstellen. So, das erste haben wir. Bahal will unbedingt 300 Tomaten, keine weniger. Ich soll die Tomaten mit Wasser aus dem Brunnen begießen. Und zwar jede Pflanzenreihe einmal. Okay, außerdem soll ich alle Wanzen platt machen, die gegebenenfalls bei den Tomaten zu finden sind. Nach einer Woche kann ich dann ernten. Wenn ich immer noch zu wenig Tomaten habe, muss ich die Pflanzen erneut gießen und nochmals nach einer Woche ernten. Ich habe genug Flaschen Wasser bei mir, um die Tomatenpflanzen zu bewässern. Eine Flasche pro Pflanzenreihe, also 8 insgesamt sollten reichen. Also wenn es 8 Flaschen sein sollen, ich kann ja nochmal gucken, wie viele Flaschen ich genau habe. Hier haben wir eine blaue Wasserflasche. Und hier steht leere Wasserflasche zum Gießen. Hä? Davon habe ich nur eine. Von den blauen Flaschen habe ich unheimlich viele. Irgendwie noch. Ach, hier. Nochmal leere Wasserflasche. Oh. Ja, jetzt wird's aber ulkig. 74. So, mal gucken. 10 Wasserflaschen gefüllt. Okay. Bei dem Brunnen geht das mit 10 Wasserflaschen? So, und die sind jetzt voll gefüllt. Okay. Gucken wir nochmal bei den blauen nach. Das muss man alles ausfindig machen. Aha, ich bemerke, hiervon haben wir jetzt 10 weniger. Die gingen aber hier nicht auf die einzelne 10 leere, also Wasserflasche zum Gießen. Ja, und hier haben wir 232 Wasserflaschen, also Wasser. Jetzt weiß ich aber nicht, welche gelten. Habe ich nicht drauf geachtet. Okay, dann gießen wir mal. Wie geht denn das? Große Frage, wie begieße ich die jetzt? Automatisch. Hey, cool. Ich dachte, ich muss jetzt... Ah, coole Sache das. Ja, sehr gut. Und ich dachte, ich müsste das im Zeitraffer machen. Also, ja, ich habe es mir so geplant. So, sind wir fertig? Wir sind fertig, okay. Heißt also, es macht er automatisch. Dann gehen wir hier nochmal hin. Ah ja, okay. Sehr gut. Freut mal. Ah, und... Ah, das macht er nochmal. Oh, da sind noch Fleischschwänzchen. Die müsste ich auch nochmal wegmachen. Jetzt sind hier plötzlich wieder Tomaten. Ey, das ist wie bei Harvest Moon. Was soll das denn? Wie geil ist das denn? Back to Nature. Roland, back to Nature. Ich brauche aber jetzt... Hallo, nicht hängen bleiben. Guckt euch das an. Die sind alle nachgewachsen. Die kann ich jetzt wieder ernten. Mache ich jetzt. Yep. Hier sind viele Tomaten wieder zu ernten. Guck mal ins Logbuch, da waren ja die ganze Zeit... So, ich habe die erste Pflanzenreihe, dritte, fünfte, siebte, zweite, vierte, sechste. Okay, ich habe jetzt die Tomaten begossen. Mal sehen, ob ich in 7 Tagen bereits ernten kann. Ich habe die 8. Pflanzenreihe begossen. Jetzt kann ich wieder Tomaten ernten. Okay, eine Woche hat das gar nicht gedauert. Okay, weitermachen. Was mich interessieren würde, ist, wem ist das eingefallen? Von euch. Kann das sein, dass diese liebe Bisasam, die ja mit ihrer, und zuletzt entstand der Mensch, also das war nur eine Pflanze, Modifikation, so eine Ideen hatte. Jetzt läuft alles wieder automatisch. Ich habe wieder bewässert, indem ich hier einfach mal irgendwo hinlaufe, dann macht er nämlich das automatisch. Und ich habe wieder einen Eintrag bekommen. Und ich laufe mal wieder durch. Und es laufen schon, es wachsen wieder die Tomaten, wie irre. Herrlich. Super.
Ich guck mal, wie viele Tomaten ich insgesamt habe. Kann ich das eigentlich während des Erntevorgangs machen? So. Tomatenernte. Zack, zack, zack. Ich habe die 8. Jetzt kann ich wieder Tomaten. Ich denke mal, dass ich alle Wanzen getötet habe. Ach so. Ich hoffe jetzt, dass ich wieder 7 Tage später noch die Tomaten bewässert, aber eine Menge ernten kann. Blub, blub, blub. Ja. Und jetzt wollte ich ja mal gucken, wie viel haben wir denn überhaupt? 229. Na, so viel ist das nicht. Wir sehen uns bei Bahal. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Irrtum gehabt, und zwar folgendes. Ich musste nämlich beim zweiten Versuch doch tatsächlich 7-mal schlafen. Ja, genau, richtig, bis sie wieder nachgewachsen sind. Warum das erst beim ersten Mal wunderbar geklappt hat, weiß ich nicht. Aber jetzt kann ich sagen, ich ernte das jetzt zu Ende und dann sehen wir uns bei Bahal. Doch zuvor eine Zwischeninfo. Logbuch. Jetzt müsste ich über 300 Tomaten zusammenbekommen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr ernten kann. Die Pflanzen verwelken schon. Vielleicht sollte ich mir dann oder jetzt einen Erntearbeiter in Uga suchen. Na herrlich. So, jetzt aber alle Tomaten abernten. Und dann geht's weiter. Tomatis gibt's. Und zwar habe ich 359 Ernten. Ja, 111 hatte ich ja schon. Okay. Aber insgesamt reicht's ja auch. Hier hast du deine 300 Tomaten. Sehr gut. Her damit. Halt. Erst will ich mein Gold. Ja, ja, natürlich. 600 Goldstücke. Wie abgemacht? 900? Wir hatten 900 vereinbart. Tut mir leid, so viel Gold habe ich nicht. Ich kann dir nur 600 geben. Nichts da. 900. Sonst verkaufe ich die Tomaten woanders. Ja. Halt. Du sollst deine 900 Goldstücke erhalten. Na bitte, geht doch. Hier hast du deine Tomaten. Eines Tages werde ich dir das heimzahlen. Halt ab, Schneider. Doch. So, ich habe deinen Aufseher gefunden. Er ist tot. Was sagst du da? Kannst du das beweisen? Einige Zettel. Snapper haben ihn getötet. Diesen Brief habe ich bei ihm gefunden. Ja, es ist mein Brief, den ich ihm gesandt habe. Verdammt! Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Na schön, du sollst sie bekommen, obgleich deine Nachricht mir nichts eingebracht hat. Wo bekomme ich nur einen neuen Aufseher her? Ich könnte mich mal umhören. Vielleicht finde ich ja jemanden. Gut, abgemacht. Wenn du was fertig bringst, solltest du noch mal 100 Goldstücke erhalten. Habe ich denn jetzt hier 100 für die Aufseherinformation gekriegt? Also, dass ich jetzt bei 1000 bin? Kannst du mir etwas beibringen? Was will er mir denn? Kannst du mir etwas beibringen? Beibringen können. Warum nicht? Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit steigern. Geschicklichkeit. Ich mache dir auch einen sehr günstigen Preis. Was für ein Preis denn? Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. Ja, wie normal. 250 Gold, 50 Gold, alles klar. Ach ja, es wäre schwierig, jetzt für diese Zeit weiterzumachen. Ich muss das noch schneiden. Ich mache einige Sachen noch ein bisschen in Zeitraffer, denke ich mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zusehen, danke für eure Kommentare und weiterhin Kommentare. Und auch danke für euer Like. Ciao.